Viele Leute haben mich gefragt, also einige Leute, okay, ein paar Leute haben mich gefragt. Einer hat mich gefragt. Einer hat mich gefragt, Jo Timo, ich so, was denn? Was sind eigentlich Kohlenhydrate? Welche Kohlenhydrate gibt es? Auf welche sollte ich verzichten? Welche sollte ich vermehrt konsumieren? Und ich sag, ruhig, Mutti, ruhig, beruhig dich. Ich mache ein Video dazu. Das Video folgt jetzt, nach dem Intro. Intro ab. Ich habe gar kein Intro. Okay, was sind Kohlenhydrate? Kohlenhydrate sind die Bausteine des Lebens. Kohlenhydrate sind die am häufigsten vorkommenden organischen Verbindungen in der Natur. Richtig heftige Sache. Pflanzen synthetisieren Glucose, also Kohlenhydrate, mit Hilfe des Sonnenlichts und mit Hilfe von Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Das Abfallprodukt dessen ist übrigens Sauerstoff, den wir wieder einatmen. Wir sind alle miteinander verbunden, wie gesagt. Unser Körper nutzt Kohlenhydrate als Grundgerüst der DNA, zum Beispiel. Übertrieben wichtig. Als Energielieferant natürlich, als Energiespeicher, also als Speicherkohlenhydrat in Form von Glykogen. Einige Zellen unseres Körpers nutzen ausschließlich Glucose, übertrieben wichtig, diese Kohlenhydrate. Für uns Glucose ist übrigens Traubenzucker, sind die wichtigsten Kohlenhydratbausteine für uns. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Wie Timo, du hast doch gerade gesagt, hier einige Zellen nutzen ausschließlich, ja, erkläre ich kurz. Und zwar in Zeiten der Nahrungsknappheit kann unser Körper aus Fetten und Proteinen Glucose herstellen, nennt sich Gluconeogenese. Richtig geile Sache. Ich würde dir allerdings davon abraten, weil diese Proteine und diese Aminosäuren, diese Aminosäuren und diese Fette an anderer Stelle fehlen. Okay? Heißt, wenn du Muskelaufbau betreibst, fehlen dir Bausteine für deine Muskeln in Form von Aminosäuren. Also, ne, Kohlenhydrate zuführen. Minimum 30% deiner Energie über Kohlenhydrate. Am besten 50%. Okay? Alles klar. Gute Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate. Dazu kommen wir jetzt. Welche Kohlenhydrate es gibt? Wir haben eben ein Kohlenhydrat kennengelernt, die Glucose. Ja, die wichtigste Energielieferant, also Traubenzucker, haben wir eben kennengelernt. Das ist ein Monosaccharid. Ich blende mal kurz hier ein Bild ein. Ist ein Monosaccharid. Es gibt noch ein Monosaccharid. Diese beiden Monosaccharide spielen die Hauptrolle in unserem Film, hier in unserem Hollywood-Blockbuster. Fructose und Glucose. Okay, das sind beides Monosaccharide. Schreib's dabei. Dann gibt es die Zweifachzucker. Zweifachzucker ist übrigens unser Haushaltszucker, besteht aus Glucose 50% und Fructose 50%. Zusammen, verbunden, ergeben die unser Haushaltszucker. Da hast du schon fast alles, was du weißt, weil wir beziehen unsere Kohlenhydrate hauptsächlich über Glucose und Fructose. Nur wie die miteinander verknüpft sind, zum Beispiel bei den Mehrfachzuckern hier unten, ne, also Oligosaccharide und Polysaccharide. Oligosaccharide lassen wir mal beiseite. Polysaccharide, zum Beispiel in Stärke, sind ganz viele Glucosemoleküle miteinander verknüpft. Richtig geile Sache. Und diese solltest du vermehrt konsumieren. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar, wie werden gute Kohlenhydrate verstoffwechselt? Du isst Kartoffeln. Über den Mund viel kauen, da fängt die Verdauung an. Über die Speiseröhre in den Magen gelangt diese Stärke in Form von Kartoffeln. Dort wird er zu einem Brei, ne, verweilt er ein bisschen im Magen. Dieser Brei wird portionsweise in den Dünndarm abgegeben. Über den Dünndarm, in den Dünndarm werden die einzelnen Moleküle abgespalten. Glucose weg in den Blutkreislauf. Nächste Molekül weg in den Blutkreislauf. Das heißt, bei komplexen Kohlenhydraten werden die Moleküle einzeln abgespalten und gelangen verzögert in den Blutkreislauf. Bedeutet, dass Glucose im Blut ist. Und wenn Glucose im Blut ist, steigt immer der Insulinspiegel. In dem Fall bei komplexen Kohlenhydraten, ne, ist keine Überernährung, wir fressen nicht, wir hauen uns nicht einfach Zucker rein, passiert das alles reguliert. Okay? Insulin wird ausgeschüttet. Insulin ist ein Botenstoff, der sagt den Zellen, pass auf, Glucose in der Haus, nimmt Glucose auf. Also sagt den Zellen, nimmt Glucose auf. Muskelzellen, also Muskeln und Leber, nehmen Glucose auf. Dort wird diese Glucose zu Energie umgewandelt. Wenn du sie gerade brauchst, wenn du gerade eine Tour de France fährst, oder aber in unsere Glykogenspeicher eingelagert. Okay? Damit verschwindet die Glucose aus dem Blut, der Blutzuckerspiegel sinkt wieder, der Insulinspiegel sinkt wieder. Richtig geile Sache. Das passiert alles reguliert und verzögert und kontrolliert und richtig heftig. Komplexe Kohlenhydrate. Jetzt kommen wir zu den Einfachzuckern, zu den schlechten Kohlenhydraten. Es sei denn, wie gesagt, du fährst eine Tour de France, dann kannst du in die Kohle reinballern, dein Körper verbrennt diese schnell. Das Problem sind nicht die Kohlenhydrate an sich, sondern dass du sie nicht verbrennen kannst. Weil, und dazu kommen wir gleich, okay? Schlechte Kohlenhydrate. Schlechte Kohlenhydrate gelangen auf demselben Weg über Mund, Speiseröhre in den Magen. Du isst ein Nutella-Brot, spülst mit Cola runter. Dieser Brei gelangt viel, viel schneller, erstens in den Dünndarm, wird dort ruckzuck gespalten, weil keine komplexen Kohlenhydrate, sondern einfache Kohlenhydrate. Früher hat man leere Kohlenhydrate gesagt, aber da hat man noch nicht so viel Bescheid gewusst über die negativen Auswirkungen.
Diese werden schnell gespalten, zum Beispiel hier Glucose und Fructose, schnell gespalten, gelangen in den Blutkreislauf. Okay? Und zwar, wenn du eine Cola trinkst und ein Nutella-Brötchen dazu, gelangen ganz viele Glucosemoleküle auf einmal in den Blutkreislauf. Das sorgt für einen rasanten Anstieg des Blutzuckerspiegels und einen rasanten Anstieg, keine Ahnung, warum ich das hier mache, rasanten Anstieg des Insulinspiegels. Okay? Insulin sagt wieder den Zellen, jo, Glucose in der Haus, nimmt Glucose auf, die Zellen, Leber und Muskeln nehmen Glucose auf. Blutzuckerspiegel sinkt wieder, Insulinspiegel sinkt wieder. Aber, jetzt kommt die Krux, bei den komplexen Kohlenhydraten passiert das alles verzögert und reguliert. Bei den Einfachzuckern, wie gesagt, schnell voll und schnell wieder leer. Weil schnell verbrannt, nichts verzögert hier und so. Ne? Nicht einzelne Moleküle werden abgespaltet. Alle werden auf einmal gespaltet, alle gelangen sofort in den Blutkreislauf. Bedeutet, du hast schnell wieder Hunger. Okay, du isst schnell wieder und der Blutzuckerspiegel steigt wieder rasant an, weil du wieder einfache Kohlenhydrate zu dir nimmst, keine komplexen, kein Obst, kein Gemüse, keine Pflanzen. Insulinspiegel steigt auch wieder schnell an. Das sorgt dafür, dass deine Zellen wieder Glucose aufnehmen, deine Glucosespeicher irgendwann voll sind, wo wir zum ersten Problem kommen, dazu kommen wir gleich, und das sinkt wieder ganz schnell. Dieses Szenario wiederholt sich halt. Das kannst du über mehrere Jahre machen. Ich sag dir gleich die Folge von dem ganzen Kram. Das sorgt dafür, dass du nicht nur viele Kalorien auf einmal aufnimmst, weil viel Glucose auf einmal in deinen Blutkreislauf gelangt, sondern auch viel, viel mehr Kalorien zu dir nimmst und du Übergewicht bekommst. Das passiert mit den Einfachzuckern. Hier könnte man dieses Video schon Ende machen. Die Sache ist viel, viel interessanter. Viel, viel interessanter. Das wiederum, dieses Übergewicht, dieses Adipositas, diese Fettleibigkeit, sorgt für Bluthochdruck, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkte. Herzinfarkt immer noch die häufigste Todesursache in der westlichen Welt und letztendlich kann es zu Krebs führen. Okay? Zu was es in jedem Fall führen kann, ist eine Insulinresistenz. Davon haben noch nicht viele Leute gehört, das erzählte dein Doktor nicht und nach der McDonalds-Werbung kommt da auch kein Spot drüber. Insulinresistenz bedeutet, dass deine Zellen keinen Traubenzucker mehr, keine Glucose mehr aus deinem Blut aufnehmen können. Und was das auslöst, das kannst du dir vorstellen. Das heißt, du hast immer einen hohen Blutzuckerspiegel und immer einen hohen Insulinspiegel. Okay? Das bedeutet, wenn du das über Jahre durchziehst, unsere westliche Ernährung über Jahre, ohne Bewegung, ohne Tour de France, wenn du das über Jahre hinweg durchziehst, Fröhleinchen, dann radikal, deine Bauchspeicheldrüse wird total überfordert. Das heißt, immer hoher Blutzuckerspiegel bedeutet, dass immer Insulin ausgeschüttet wird. Ich habe eben erklärt, Insulin wird ausgeschüttet, wenn Traubenzucker im Blut ist. Okay? Deine Zellen nehmen aber keinen Traubenzucker mehr auf, keine Glucose mehr auf, beziehungsweise nur noch dezent. Beziehungsweise, wenn ganz hoher Insulinspiegel erreicht ist, dann nehmen diese auch wieder Traubenzucker auf. Aber das heißt, du musst immer einen hohen Insulinspiegel erreichen, einen richtig hohen, volle Möhre, und hast immer einen hohen Blutzuckerspiegel. Und das radikal auf deine Bauchspeicheldrüse. Du vergewaltigst deine Bauchspeicheldrüse. Und das bedeutet, dass diese irgendwann schlapp macht. Und da haben wir das erste Krankheitsbild. Diabetes mellitus Typ 2. Der Typ 1 ist angeboren, genetisch bedingt, glaube ich. Typ 2 wird durch sowas ausgelöst. Bauchspeicheldrüse tot. Okay? In einem anderen Video sage ich dir die Chancen, dies zu heilen. Keine Ahnung, ne? Ich komme nicht zu so vielen Videos. Eins pro Woche ist aber auch okay. Okay, alles klar. Bevor das passiert, wir sind jetzt nur noch ein Anzeichen für Insulinresistenz. Deine Zellen ist übrigens ein Bauchansatz. Okay, das ist das erste Alarmzeichen, dass du auf komplexe Kohlenhydrate umsteigen solltest. Ich sag dir später am Ende, welche es sein sollten. Bevor das passiert, wir gehen zurück zur Insulinresistenz. Bauchspeicheldrüse funktioniert noch. Okay, bevor das passiert, ich blende dir jetzt ein Bild ein und zeig dir was. Okay, das nennt sich metabolisches Syndrom. Sochen, Freunde, was sehen wir hier auf dem Bild? Okay, gehen wir zurück zur Insulinresistenz deiner Zellen. Deine Zellen können kein Glucose mehr aufnehmen. Okay, deine Bauchspeicheldrüse funktioniert aber noch. Wir reden immer noch von der Insulinresistenz plus die Tatsache, dass du dir weiter Kohlenhydrate reinpfeifst. Das sorgt für folgendes Szenario. Du bekommst das sozusagen metabolische Syndrom. Ne? Metabolisch bedeutet nichts anderes als Stoffwechsel und Syndrom sind viele zusammen auftretende Erkrankungen. Okay? Metabolisches Syndrom ist ein schlaues Wort dafür. Könnten die auch so reinschreiben, soll wahrscheinlich keiner verstehen. Du hast hohen Blutzucker, wie gesagt, der Blutzuckerspiegel ist hoch, weil deine Zellen keine Glucose mehr aufnehmen. Du hast einen hohen Insulinspiegel, das wiederum sorgt für Übergewicht, für Bluthochdruck und für hohe Blutfettwerte. Ganz klare Kiste, Freunde. Okay, ganz kurz erklärt, Insulinspiegel ist auch zuständig für deinen Fettstoffwechsel. Das heißt, Insulin wird ausgeschüttet, jetzt kommt. Der Insulinspiegel wird Insulin wird ausgeschüttet. Wenn der Insulinspiegel erhöht ist, wird Fett aus deinem Blut eingelagert. Ähnlich wie bei der Glucose. Ne? Sagt den Zellen, lager ein. Okay,
Wenn der Insulinspiegel wieder runtergeht, wird das Fett abgebaut. Okay? Weil der Insulinspiegel aber nicht mehr runtergeht, wird nur noch Fett eingebaut. Und das ist eigentlich, das ist der wahre Hintergrund bei Übergewicht. Voll die ekelhafte Sache. Und keiner sagt's uns. Wie gesagt, ich kenne Leute, die sind davon betroffen und wissen es nicht. Naja, verbreite dieses Video ganz gerne. Okay, metabolisches Syndrom. Dieses metabolische Syndrom, diese zusammen auftretenden Stoffwechselerkrankungen, sind die Grundlage der Zivilisationskrankheiten rechts im Bild. Diabetes, Herzkrankheiten, Schlaganfall, Krebs, Gicht, Demenz. PCOS sind Stoffwechselerkrankungen von Frauen, so viel wie ich weiß. Und das ist die Grundlage, Freunde. Okay? Diabetes, natürlich Bauchspeicheldrüse macht platt, Herzkrankheiten, ganz, ganz klar, das zieht das alles nach sich. Freunde, Zuckerkonsum. Und zwar, wir haben hier eine Überernährung, die Insulinresistenz auslösen kann. Okay? Ich sag dir noch zwei Gründe und den vierten Grund habe ich mir zum Schluss aufgehoben, der ist der heftigste Grund. Und da schließt sich der Kreis und das ist richtig heftig, Freunde. Und zwar, Stress. Kontinuierlicher Stress, das hat evolutionstechnische Gründe, dass das Insulinresistenz auslöst. Das macht Sinn, wenn du dazu ein Video haben möchtest, gerne in die Kommentare. Und mangelnde Bewegung. Und da wurde getestet, Kopenhagen, so und so vielleicht, ich versuche die Studie einzublenden, da wurde an, glaube ich, 12 jungen erwachsenen Männern getestet, wie die Körper reagieren, wenn man die 2 Wochen stilllegt, bettlägerig macht. Ne? Was das für eine Auswirkung auf die Insulinresistenz der Muskelzellen hat. Okay? Und verheerende Auswirkung. Keine Bewegung bedeutet, dass die Zellen resistent werden. Das ist richtig heftig, Freunde. Ich kenne Leute, die bewegen sich gar nicht. Wie gesagt, wenn du einen ersten Bauchansatz hast oder so, das sind Anzeichen für eine Insulinresistenz. Und was das nach sich zieht in Form von Stoffwechselerkrankungen, die dann wieder zu Zivilisationskrankheiten führen, das habe ich dir gerade gesagt und das erwähne ich hier auch gleich nochmal zum Schluss. Jetzt kommen wir zu dem, also wir haben Überernährung, Stress, wenig Bewegung. Unser westlicher Lebensstil. Hört. Okay, richtig heftig. Das ist unser Lebensstil, Freunde. Wenn du bis hierhin geguckt hast, übrigens, du bist korrekt, Bruder. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Grund. Zur Fructose. Ich habe euch eben erzählt am Anfang des Videos, Fructose und Glucose sind nicht dasselbe. Glucose, also Traubenzucker. Jede Zelle unseres Körpers kann Traubenzucker aufnehmen. Fructose wird nur in der Leber verstoffwechselt. Jo Freunde, ganz kurz im Voice-Over und zwar zum Thema Gänsestopfleber. Die Gänsestopfleber ist eine Fettleber und das funktioniert ganz genauso bei der Gans wie bei Menschen, nur dass die Gans es sich nicht selber aussucht. Okay, das funktioniert folgendermaßen. Der Gans wird ein Schlauch durch den Schnabel direkt in den Magen geschoben, dann wird sie überernährt, ich glaube mit Maissirup und Schweineschmalz, keine Ahnung, auf jeden Fall übertrieben ekelhaft. Damit kommt die Leber der Gans auf Dauer nicht klar. Die kann die vorhandenen Kohlenhydrate nicht mehr verstoffwechseln und nicht mehr speichern, weil Speicher voll, ähnlich wie bei uns, wenn wir uns überernähren, freiwillig, dann werden die vorhandenen Kohlenhydrate in Fett umgewandelt. Und dieses Fett verstopft die Leber. Wir haben eine Fettleber. Das ist ganz, ganz einfach, ekelhafte Geschichte. Ähnlich funktioniert das bei uns, wenn wir uns selbst überernähren und mehr Kohlenhydrate zu uns nehmen, als unser Körper verkraftet. Und vor allem die Fructose, auf die komme ich gleich zu sprechen, spielt eine entscheidende Rolle, wird ähnlich wie der Alkohol nur in der Leber verstoffwechselt. Dazu gleich mehr. Wir sehen uns jetzt wieder hier gleich in dem Video und so. Alles klar. Okay, bis gleich. Was mit der Leber passiert, haben wir eben schon gelernt. Wenn diese überfordert wird mit Kohlenhydraten, die wird zu Fettleber, ganz einfach gesagt. Gänsestopfleber, du weißt. Eben erklärt, diese Gänsestopfleber. Nur, dass der Unterschied ist, dass wir uns den Schlauch selber reinschieben. Okay? Und die Gans das nicht will. Erinnert mich irgendwie gerade an Bierbong. Okay, da passiert nämlich dasselbe. Wenn du deinen Körper überforderst mit Alkohol, Alkohol wird nur in der Leber verstoffwechselt und deine Leber damit überfordert ist, wandelt sie die Energie, Alkohol hat viel Energie, wandelt dein Körper, also deine Leber, wandelt die Energie des Alkohols in Fett um. Und dasselbe passiert mit Fructose. Okay? Fructose und Alkohol sind in geringen Mengen okay. 1850 haben wir noch ca. 4 Gramm pro Kopf Fructose zu uns genommen, in Form von Früchten. In der Natur kommt Fructose gar nicht so oft vor, das ist ja der Knaller. Die Industrie hat sich die Süße einfach nur von Fructose eingeheimst, zugute, zu Nutzen gemacht. So, das ist das Wort, okay? Es ist extrem süß, extrem billig, extrem raffiniert. Raffiniert, auf beiden Seiten, raffiniert und raffiniert. Richtig heftig, Freunde. Okay, also,
Meiner Meinung nach ist Fructose in geringen Mengen okay über Früchte. Wenn du eine Frucht isst, einen Apfel isst, dann dieser Apfel liefert dir auch noch gewisse andere Dinge. Wasser, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Ne? Du musst diesen Apfel essen, zerkauen, oben fängt die Zersetzung an. Aber Fructose in der Cola gelangt ungebremst in deinen Dünndarm. Das ist Gift wie Alkohol. Das ist wie Alkohol, das ist Gift. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, Zucker ist noch extrem haltbar. Also wie gesagt, wir essen ja auch mit Weißmehl. Selber glykämischer Index bei Weißmehl. Also der glykämische Index sagt aus, wie schnell Kohlenhydrate in deinen Blutkreislauf gelangen. Ganz, du brauchst gar keine Biochemie zu verstehen. Weißmehl, polierter Reis und Haushaltszucker. Kacke. Und dieser Haushaltszucker wird überall benutzt. Okay, ich will dieses Video nicht zu lang machen. Also Freunde, zu viel Fruchtzucker. Zu viel Fruchtzucker, den die Industrie sich zu eigen gemacht hat, zu Nutzen gemacht hat, den wir normalerweise in der Natur gar nicht so oft vorfinden. Ne? Dieser hohe Konsum, dieser arge Konsum von Fruchtzucker bedeutet Fettleber, bedeutet Insulinresistenz, hohen Blutzucker, hohen Insulinspiegel. Wenn deine Pumpe, wenn deine Bauchspeicheldrüse überhaupt noch funktioniert, das wiederum schadet dem ganzen Körper. Okay? Das schadet dem ganzen Körper, sorgt für Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht. Das metabolische Syndrom, was ich euch eben erklärt habe, zieht das nach sich und dieses metabolische Syndrom sorgt für Zivilisationskrankheiten. Da schließt sich der Kreis. Und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das sagt dir weder der Arzt, der dir Tabletten verkauft, der dich weiterschickt, du bist nur ein Kunde von einem Arzt, du sollst wiederkommen. Gibt auch korrekte Ärzte, ich kenne auch korrekte Ärzte. Das ist der Wahnsinn, Freunde. Da schließt sich der Kreis. Was kannst du tun? Was kannst du tun? Komplexe Kohlenhydrate konsumieren. Ich mache ein Video über Ballaststoffe. Ich kann dir jetzt nur sagen, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten enthalten Ballaststoffe. Ne? Hau dir stärkehaltige Produkte rein. Komplexe Kohlenhydrate enthalten Ballaststoffe. Kontrollieren den Blutzuckerspiegel, habe ich dir erklärt, gelangen kontrolliert in den Blutkreislauf. Enthalten Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und vor allem Ballaststoffe. Über Ballaststoffe mache ich ein extra Thema. Diese Ballaststoffe sorgen für eine gesunde Darmflora, essentiell für eine hervorragende Gesundheit. Verzichte auf dieses Weißmehl, auf Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index. Verzichte auf Weißmehl, auf polierten Reis verzichten. Nimm braunen Reis, wenn überhaupt. Verzichte auf Haushaltszucker und verarbeitete Lebensmittel, auf Fastfood, gerade auf Softdrinks. Hau als erstes die Softdrinks raus. Als Alternative kann ich dir Nyxylit, ist Birkenzucker, ist 98% zu 98% so süß wie unser Haushaltszucker. Mega heftige Sache. Hier haben wir Agavensirup, ne? Wird überall angepriesen als gute Süßungsmittel. Ne? Enthält nur Fructose, Freunde. Fructose wird in den Leber verstoffwechselt. Enthält glaube ich, zu 98% Fructose, ist Gift für deinen Körper, ist noch schlimmer als Haushaltszucker. Wir haben hier eine gute Alternative. Hier drin enthalten eine Menge Glucose und Maltose. Maltose sind zwei Glucose-Moleküle miteinander verknüpft und nur 1 Gramm Fructose, okay? Kann super verstoffwechselt werden, können alle deine Zellen aufgenommen werden, gelangt nicht in die Leber, okay? Alles klar. Ja, alles klar. Das war's, Freunde. Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, ich habe extrem viel rausgesucht. Ich danke dir fürs Zusehen. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, alter Junge, wirklich, dann du bist entweder. Nein, Mann, du bist ein guter Mann. Du weißt Bescheid. Jetzt guck das Video ganz gerne nochmal an, okay? So, jetzt zum Abschluss. Abonniere mich ganz gerne. Gib mir die Glocke, gib mir die Schelle. Folg mir auf vegan unterhaltsam, Instagram zusammengeschrieben. Dort können wir uns austauschen, denn ich starte ab heute mein zuckerfreies Leben, also mein fruchtzuckerfreies Leben, es sei denn über Früchte. Ich streiche den Haushaltszucker. Ich habe sehr gerne Malzbier getrunken und veganes Eis abends gegessen. Ist gestrichen. Ich habe es schon ausprobiert. Fühlt sich super krass an. Fühlt sich super krass an. Wir essen jetzt ein letztes Stück Schokolade zusammen, mein Freund. Okay, wenn du Bock hast, mach's dir gemütlich. Ich mach's mir auch gemütlich. Bleib nicht so hier sitzen. Ich mach's mir gleich gemütlich, so wie ich meine Schokolade ganz gerne esse. Dann treffen wir uns. Du siehst mich im Video jetzt hier mein letztes Stück Schokolade essen. Und danach, wie gesagt, sind meine Süßigkeiten die, die Gott uns gegeben hat. Okay? Ich habe euch richtig zugetextet. Es tut mir leid, wenn du dem Video was abgewinnen konntest und verstanden hast, warum wir auf Fruchtzucker verzichten sollten, auf Haushaltszucker, auf Fertigprodukte, was das mit unserem Insulinspiegel, unserer Bauchspeicheldrüse macht. Dann teile dieses Video ganz gerne, gib mir ein Feedback, ich würde mich super freuen. Ich weiß, ich rede manchmal schnell, aber ne, normalerweise wären es 3 Videos wert gewesen. Und ja, zum Schluss kann ich dir nur sagen, isst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Alles klar? Ich bin raus. Danke fürs Zusehen.